Kaiser Fra. Imperator Bosporaniensis Horas Invictus, Herr aller Thulamiden, Vater des Vaterlandes und Nuntius Luminis, höchster Senator des Hohen Rates. Wie wurde der brillante Magier und höchste Praios-Geweihte in einem zu Fran Horas der Blutige, der Blutkaiser? Um die Geschichte von Fran Horas aufzuarbeiten, müssen wir in der Historie vor ihm beginnen. Wir schreiben das Jahr 644 vor dem Fall des tausendtürmigen Bosporans, 1680 Jahre vor der aktuellen Zeitlinie. Das Bosporanische Reich an der Westküste von Aventurien dehnt sich bis zum Mittwald aus. Im Süden kämpfen die Legionen gegen menschenfressende Voodoo-Krieger, im Norden stoßen sie an der Küstenlinie gegen barbarische Chaldinger, dem heutigen Torwart. Landeinwärts lauern schwarzpelzige Orks und gigantische Tiere im Unterholz des riesigen Waldes. Im Osten führen sie einen Krieg gegen die Thulamiden in Kuncho. Damit steht die Ausgangssituation, in der Fran Ser Praios geboren wird. Er wird oft als Sohn von Haldur beschrieben, was allerdings nicht sein kann. Haldur Horas ist zum Zeitpunkt von Frans Geburt knappe 10 Jahre alt. Eine Adoption ist im Bosporanischen Reich allerdings sehr üblich. Den Legenden zufolge besitzt er den Funken von Ukuri, ein damals noch sehr häufiges Eamyr, das dritte Auge der Bashuriden auf der Stirn. Damit ist er in der Lage, Magie besser zu verstehen als der normale Mensch und überflügelt daher alle anderen. Er ist der beste menschliche Magier, der jemals lebte. Haldur hat seine Macht erkannt und ihn daher als Erben berufen. Neben einer Akademie in Bosporan gründet er auch die in Punin. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen insbesondere Dämonologie, welche in den damaligen Zeiten noch nicht verboten war. Neben Arbeitsdämonen wie dem Darai oder dem Gnari Shaitumar sind auch erhobene Skelette und Untote als Bausklaven im Einsatz. Bosporan blüht unter dem Einsatz von Magie auf und ist sehr tolerant gegenüber allen anderen Religionen mit Ausnahme der thulamidischen Gottheit Rondra. Als Haldur Horas durch das Herz des Kontinents reist und auf Gareth trifft, kann er nicht glauben, dass sich diese Stadt mitten im Wald, ohne jegliches Gebirge in der Nähe, mehr Gold besitzt als die reiche Hauptstadt. Er fordert die Garether auf, Tribut zu zahlen, den sie verweigern, woraufhin er die Stadt belagert, bis sie aufgab. Der Tribut wurde daraufhin verdoppelt und Haldur zog zufrieden zurück in die tausendtürmige Stadt. Kurz darauf wurde er ermordet, erstochen von einem vergifteten Dolch. Das purpurne Gift in der Wunde ließ Fran Horas nicht nur auf Garetha Meuchler, sondern auch auf namenlose Umtriebe schließen, weshalb er ewige Rache schwor. 60 Jahre lang regierte er, forderte weiterhin immense Steuern von der Stadt, die so viel Gold produzierte. Er erschuf in Kuslik einen schwimmenden Hafen, die Werft Kalruna, in der seine monumentalen Okteren gebaut wurden. In Sylla schuf er ein Weltwunder, den Leuchtturm von Sylla, und zog sich einige Zeit später in den dampfenden Dschungel zurück. Er lernte bei den menschenfressenden Voodoo und brachte von dort die Sklaverei und ihren Totenkult mit. Seine Leibgarde, die schwarzgerüsteten Prätorianer, bestanden aus den Besten der Besten und waren auch mit Magiern in Endurium-Rüstung ausgestattet. Balfemor von Punin zählt als einer seiner Begleiter, damals noch nicht korrumpiert, ein einfacher Dämonologe aus Punin. Der Kaiser adoptierte eine Zyklopäerin mit dem Namen Menkirtis von Rhetes. Unter ihm blühte das Reich weiter auf, bis es einen weiteren Aufstand der Garetha gab. 568 vor Bosporans Fall sammelte er daraufhin seine Getreuen und zog in Richtung der Verräter. Unterstützung bekamen die Aufständler von der Hafenstadt Havena und dem Träger von Siebenstreich, Luther von den Nordmarken. Um ein letztes Exempel zu statuieren, rief Fran Horas auch Erzdämonen in die dritte Sphäre, die das Heer
in Unterzahl auslöschten, die Stadt Gareth einrissen und sich dann, nach Blut und Tod dürstend, auch gegen die Legionen wandten. An dieser Stelle erinnert die Dämonenbrache auch heute noch an die verheerende Wirkung der Erzdämonen. Die wenigen Überlebenden zogen sich zurück, doch viele waren dem Wahnsinn der Niederhölle ausgesetzt. Fran Horas saß noch 4 Jahre auf seinem Thron, sagte kein einziges Wort mehr und verschwand dann spurlos. Menkirdes, seine Adoptivtochter, übernahm nicht die Regierung, sondern zog sich zurück auf die Inseln. Es folgte ein Mann namens Olruk, Olruk Horas, über den nicht viel bekannt ist. Fran Horas Geschichte mag noch viele weitere Geheimnisse bergen. Immer noch ist viel bekannt, doch umso mehr ist im Fall von Bosbaran verloren gegangen, 560 Jahre danach. Die namenlosen Priester aus Gareth haben seinen Ruf nachträglich ruiniert, und so wird er nun Blutkaiser genannt. Das Benutzen von Dämonen im Krieg war damals jedoch nicht verboten und unter Strafe gestellt, sondern ein sehr übliches Mittel, was heute jedoch als grausam erscheinen mag. Der Kaiser hinterlässt eine Akademie in Punin, die immer noch als eine der besten in Belangen theoretischer Dämonologie gilt. Er erschuf ein Kristallherz, das dem Träger ewiges Leben schenken soll, doch dessen Verbleib bisher ungeklärt ist. In den Kanalisationen von Winsalt mag man auch heute noch auf seine Werke treffen. Unter anderem das magische Buch Arcanum mit den wahren Namen von Dämonen jeglicher Sphäre und die Schrift des Zayat, die wohl direkt aus den Niederhöllen zu kommen scheint. Seine Werft Kalruna ist zwar zerfallen, aber es gibt immer noch Gerüchte über eine Oktere, die umherfährt als Stadt auf dem Meer. Was es mit dem namenlosen Kult auf sich hat, erkläre ich in dem Wer ist zu Hela Horas, die 560 Jahre später die zweite Dämonenschlacht auslöst und sich ebenso gegen die Gareter wendet.